So, Freunde, willkommen zurück bei Dreadnought. Warte mal, mein Kabel ist hier ein bisschen komisch gerade. So, ja, dann würde ich sagen, wir bauen uns mal direkt hier eine Veteranenflotte zusammen. Da haben wir ja zwei Schiffe, die Trafalgar und natürlich die Dover. So, und jetzt darf ich hoffentlich als Veteranenflotte spielen, warte mal. Genau, die Veteranenflotte gibt jetzt hier, aha, gratis EP-Bonus, 2% mehr. 25% mehr Attacken, 25% mehr EP und nochmal 30% mehr Bonus, also hier Free XP. Okay, das ist ja heftig, dann bin ich mal gespannt, was legendär, was braucht man da? Mindestens Rang 4, oh, natürlich. Das ist ja ganz schnell und einfach gemacht. So, na gut, ja, dann wollten wir noch irgendwas forschen? Hatten wir, nee, hatten wir keine Kohle mehr, ne? Also keine EP mehr. Die Selbstreparatur haben wir eingebaut, genau. Okay, dann würde ich sagen, spielen wir mal eine Runde in der... Aufträge wir an Land ziehen können. Ja, würde ich sagen, spielen wir mal eine Runde in der Veteranenflotte. Ich frage mich jetzt, also da müssten ja jetzt theoretisch auch ein paar erfahrenere Spieler dabei sein, so wie ich. Hust, hust. Mal gucken, ob wir da ordentlich jetzt auf die Mütze kriegen oder ob es sich nicht groß ändert. Erreiche das Punktlimit zuerst, indem du die gegnerische Flotte zerstörst. Ja, das kennen wir ja schon. Das ist ja eh klar. Los, lade. Du, lade. Bildschirm. Tu es. Jetzt. Bitte. Ich habe das Gefühl, dass wir wieder kein Schiff auswählen dürfen. Wenn das so lange lädt, ist es immer ein bisschen komisch. Ringe des Saturn. Hat man die Map schon mal? Ich weiß gar nicht. Ah, ich. Übrigens, ne? Ah, ja, ich wusste es. Ach, das ist ärgerlich. Ja. Jedenfalls, ich persönlich finde ja Ladebalken besser als Ladekreise. Wisst ihr warum? Beim Ladebalken. Da sieht man zumindest ein bisschen Fortschritt. Beim Ladekreis sieht man keinen Fortschritt und wartet eigentlich nur darauf, dass der irgendwann mal anfängt zu ruckeln oder sich aufhängt. Und dann weiß man, okay, das Spiel geht gleich los, weil der Ladekreis hat sich gerade ein bisschen aufgehangen. Ist nicht toll? So, wo sind die Feinde? Ich muss was zerstören. Wollte eigentlich die Dover spielen. Aber ich durfte ja wieder nicht auswählen. Mal da, ein NPC-Schiff. Schade. Ja, wen haben wir aufgeschaltet? Oh, warte, ich reibe mich gerade am Eisfelsen. Unsere Torpedos sind feindliche Sprenkel. Hohe Schäden auf mehreren Deckketten. Hauptenergieversorgung. Ich hasse es. Okay. Dann würde ich sagen, wir, ja, komm, wir wählen direkt mal hier unsere Dover aus. Dover, da. Ich spiele die jetzt nicht, weil sie OP ist oder so. Ich finde sie, also sie ist schon, also die Dover ist schon echt lachhaft stark. Aber ich will einfach mal noch ein bisschen forschen. Und da haben wir ja schon ein bisschen XP, weißt du. Da kann man ein bisschen einfacher forschen, weil er schon ein bisschen was gemacht hat. So. Oh, jetzt muss ich nochmal warten. Mann. Ey, das Schiff sieht cool aus. Das, ich habe gerade keine Maus. Bei Torfhocker in der Mitte rechts, das Weiße. Sieht geil aus. So, wir haben die Dover. Blinkwarp, Selbstreparatur, genau. So. Wollen wir doch mal hier ein bisschen die Waffen verstärken. Bam, 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 bam. System erschöpft. Ja, aber nur da steht. Irgendwie kriegt er gerade keinen Schaden, ne? Was ist das denn? Wir wurden schwer getroffen. Oh, nein, 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 nein. Wieso hat er keinen Schaden bekommen? Aber er ist auch down. Er ist auch down. Tja, na gut. Bitte warten. Ja, ich warte. Ah. Oh. Können wir denn hier eigentlich die Leute durchschalten? Ah ja, genau. Ah. Oh, das sieht aber... Alter, sieht das geil aus. Guck mal, das Schiff, ey. Gut, vorne sieht es ein bisschen kacke aus. Aber so von der Seite, von hinten, voll die Raketen- und Bombenschächte rechts und links an der Seite.
Und geile Triebwerke, so schön grün. Wie cool. Das ist ein Dreadnought, oder? Glaube schon. So, wir sind wieder back. Und der ist down. Brauchen mal irgendwie ein anderes Ziel. Also die Dreadnought anzugreifen ist halt ziemlich dämlich. Wir könnten mal das Command-Ship angreifen. Oh, guck mal da. Da können wir uns von hinten anpirschen. So, warte. Bisschen noch hoch. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Und tschüss. Unfucking, unfucking fassbar. So, da ist wieder so ein Dreadnought. Den schaffe ich sicherlich nicht. Warte mal, ich mache mal hier den Blink-Warp. Vielleicht können wir ein bisschen helfen. Ah, doch, so ein bisschen hier. Was war das gerade für eine... Wirkungstreffer. Ziel ausgeschaltet. Aber wir können es ja heilen selber. Oh ja. Guck mal, das ist ziemlich nice. Das heilt echt gut. So. Wo ist jetzt hier das Kommandoschiff hin? Ist das kaputt oder was? Dam, 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 dam. Oh, nein. Schilde hoch. Nein. Aber da waren noch zwei gegen einen. Da war noch so ein Artillerieschiff dabei. Wir hätten vielleicht das Artillerieschiff kaputt machen sollen. Ja, guck mal. Der hat uns hier weggeballert. Alles klar. Ja, also gefühlt sind die Leute hier nicht ganz so leicht zu überraschen. Kann aber jetzt auch Pech gewesen sein. Warum muss ich doppelt warten? Ach Gott. Das ist ja doof. Er sieht auch schick aus. Das ist so ein Zerstörer, aber das ist nicht der erste, ne? Das ist der zweite. Finde ich auch ganz geil. So. Wo sind denn mal ordentliche Feinde? Ja, da ist ein bisschen Krieg gerade. Aber das sind keine sind da Verbündete irgendwo? Nee, ne? Weiß gar nicht, wo die alle hin sind. Alle weg. Aber wir werden auch gerade hier fertig gemacht. Warte, ich muss mal kurz hier weg. Ein bisschen aufpassen. So. Oh, vorsichtig. Einer hat wieder Schilder aktiviert. Verdammt. Muss weg. Uns heilen. So. Guck mal, was ist das da? Ah, der hat uns auch im Visier hier. Der will mich. Ihr habt den Captain gehört. Da, ein Artillerieschiff. Oh. Alter, okay, das war... Okay, das war ein guter Treffer. voll ins Gesicht, ey. Ja. Schwere Tesla-Kanone 3. 5000 Schaden mit einem Schuss, ey. Krass. Oh, das ging aber schnell diesmal. Ich weiß noch nicht so richtig, wie das funktioniert mit dem Respawn. Wisst ihr das? Ich habe das nicht so ganz durchblickt. Ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen random ist teilweise. Und darauf ankommt, wann man stirbt. Weil das Spiel irgendwie nicht will, dass man alleine spawnt, sondern immer versucht, okay, hier hast du noch einen zweiten und da musst du halt warten. Finde ich zwar persönlich ziemlich doof, aber naja, gut. Ich geb dir dreckig. System erschöpft. Alle Mann von Bord. Was? Was? Was war das denn? Sprengimpuls. 7000. Okay. Oh, guck mal, da hat einer ein goldenes Schiff. Ist gerade tot, ne? Kann ich nicht sehen. Ja, läuft nicht sehr gut gerade. Ne, 5 zu 5, 1,0, naja, ist noch ausgeglichen. Oh, jetzt muss ich wieder doppelt warten. Das ist echt blöd gemacht.
Also nicht so, dass ich, es ist ja nicht so, dass ich irgendwie ungeduldig wäre, aber es ist halt unverständlich, warum, ne? Weil er gibt mir einen Timer vor und dann geht's nicht. Das ist ein bisschen schade. So. Wer bist denn du da? Oh. Das ist ein Dreadnought. 36.000 Leben, ja. 60.000? Ey, du blödes Schiff da. So, warte. Nein! Stirb, stirb, stirb! Alter! Okay, also wir wurden auf jeden Fall gerade mächtig auseinandergenommen. Schade. So, jetzt wollte ich aber nochmal ganz kurz, wo ist meine Maus? Meine Maus ist weg? Ah, jetzt. Soll ich mal ganz kurz was gucken? Ich würde nämlich gerne noch ein zweites Gefecht hier reinkriegen in die Folge. So, jetzt muss ich mal, genau, die Dover. Dann forschen wir schnell mal. Genau, ich muss nur das hier noch, genau, das Ding brauche ich noch hier, zack. Aber das will ich gar nicht einbauen, das forsche ich jetzt quasi bloß. So. Und jetzt können wir doch hoffentlich, genau, jetzt können wir hier uns zur Marias weiter forschen und zur Palos. Okay, dann machen wir noch ein Spielchen. Es muss doch ein paar gute Aufträge geben. Trockendock, Onslaught. Ziel, erreiche das Punktelimit zuerst, indem du die gegnerische Flotte zerstörst. Ja, also ein ganz neuer Modi, ne? Ihr merkt schon. Ah, ja. Während des großen Sonnenkrieges dienten die Trockendocks der pankolonialen Flotte in der Nähe von Konfliktgebieten als vorgeschobene Operationsbasen. Heute sind sie unwiderstehliche Anziehungspunkte für Abenteurer und Kriminelle. Ja, wir sind natürlich ein Abenteuer, wir sind ja keine Kriminellen. Wobei, wir würden natürlich mit der Dover schon als Kriminelle durchgehen. Und der lange Ladebalken sagt mir, dass ich wieder kein Schiff auswählen darf. Ich wusste es. Ach. Alle Schiffe hergehört. Ihre Aufgabe ist es. Oder geht das in der Veteranenflotte nicht? Viel Glück. Kann natürlich sein, ne, dass das nicht geht. Das hat irgendwie seltsam gemacht. Also ich konnte zumindest. Ah, genau, das ist jetzt der zweite Kreuzer. Der war vorhin schon mal gesehen. Der sieht schon nicht schlecht aus, ne, eigentlich. Also Kreuzer, Zerstörer meine ich natürlich. So, na gut, dann. Ja, friss meine Raketen, du Sau. Ah, die werden wahrscheinlich gegen das Haus prallen. Oder? Guck mal. Na, vielleicht. Ja, die treffen sogar, glaube ich. Ah, nee, sind alle am Berg zerschellt, ja super. Ganz schlau. So, tschüss, weg mit dir. Was sind da? Viele Sprengköpfe. Ich mache die Schilder an. Lalalala, ich glaube, ich bin kaputt. Uiuiuiui. Ja. Das war nichts. Aber jetzt können wir wenigstens switchen. So, jetzt darf ich mein Schiff wechseln. Das ist ja nett. Die Dover hätte ich gern. Ach, ich muss ja doppelt warten. Ah, gut, da kann ich mal ganz kurz husten. Moment eben. So. So, das ist ein Dreadnought. Den holen wir uns natürlich mal nicht. Ich blinke mich hier mal kurz durch. Und verpiss mich mal aus der Sicht. Oh, der kommt direkt hier hoch. Okay, ich wurde geslowt und ich bin sowas von tot. Okay. Das war nichts. Also irgendwelche Schiffe können offenbar slowen. Stasis-Munition, ah ja, ich verstehe. Hat Stasi-Munition gelesen, dachte ich erstmal so, ah, okay, Stasi-Munition. Die hat man gern. Was macht der hier eigentlich? Ah, okay.
Irgendwie lustig, diese kleinen Stifte, ne? So Artillerieschiffe sehen schon nicht schlecht aus. Ah, der hat auch hinten diese grünen Triebwerke, guck mal. Das ist hier so ein Hilfskreuzer. Okay. Und da haben wir nochmal eine Dover. So. Na komm, jetzt hauen wir ihm hier mal ordentlich aufs Gesicht drauf. Alle Waffensysteme übertaktet. Mehrere Treffer. Oh, was? Wie er uns weggezogen hat. Das ist heftig. Aber hat auch einen Heiler im Rücken. Alles gut, noch ein bisschen hier zu. Wer fliegt denn hier rum? Das sieht auch cool aus, das Schiff. Guck mal. Das ist der Zerstörer, ne? Von dem Volk mit diesem weißen Schiff mit diesen grünen Triebwerken. Oh, das sieht aber auch recht wendig aus, das Ding. Hat irgendwie was, ne? Sieht so ein bisschen aus, als wäre das Volk so ein Unterwasservolk. Ne? So ein bisschen rundgelutscht alles und ja, weiß ich nicht. Irgendwie ganz, ganz cool. So, ich bräuchte mal. Muss mal irgendwie mal so ein bisschen anschleichen, ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht hier unten, da ist ja gerade einer hingeflogen. Oh, wir. Also, okay, also ich fürchte, mit der Dover wird hier nichts mehr groß gehen. Oder ich mache irgendwas falsch. Lass mal nachdenken, was wir jetzt hier anders machen könnten. Die haben uns ganz schön erwischt. Wir brauchen Unterstützung. Die haben aber auch nur so dicke Viecher, ne? So dicke Kreuzer überall am Start. 51.000, ja, natürlich. Mal hier, den können wir uns vielleicht mal holen. Waffen sind übertaktet. Startbereit. Ja, stirb! Ja, wir haben ihn erwischt. So, dann den hier oben. Warte. Oh, oh, oh. Oh Gott. Okay. Der Raketenabwehrimpuls hat nicht wirklich was gebracht. Schade. Also die ziehen uns ganz schön schnell weg, ey. Wobei ich aber auch sagen muss, ja guck mal, die haben nicht eine Stufe, zwei Schiff, ne? Die haben Stufe 4, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 4. Wir haben 4, 4, 3, 3, 3, 4, 2, 2. Wahrscheinlich liegt's daran. Ja, ihr merkt schon, ich versuche gerade mein eigenes Unvermögen darauf zu schieben, dass mein Schiff eine Attack-Stufe unter den anderen ist, aber ich glaube, das ist schon auch relevant. Weil du spielst ja hier, auch wenn das ausgeglichen ist, du spielst natürlich in der Veteranenflotte mit dem schwächsten Schiff, was es gibt. Stufe 2. Ne? Und mit dem Stufe 2 Schiff gegen Stufe 4 ist halt so eine Sache. Finde ich aber auch ein bisschen krass, die Range. Also, Wir ziehen trotzdem gut ab hier, aber wir kriegen halt übelst aufs Maul. Oh Gott! Alter, wie schnell wir tot sind! Was? Das gibt's doch nicht, ey. Unfassbar. Das ist jetzt Zahid Gonzalez. Zahid Gonzalez, ja, Stufe 4, guck mal. 14 zu 0? Was? Okay. Der hat 14 Kills gemacht, ist noch nicht einmal gestorben. Krass, ey. Ja, da siehst du echt keine Schnitte gegen die. Und ich darf wieder länger warten. Na komm, dann gucken wir ein bisschen zu. Oh ja, das ist ein besonders schönes Schiff hier. Was ist das denn hier? Sieht aus wie ein Dreadnought. Ah, das sind wir wieder. So. Ah, wir können es eventuell noch drehen. Da geht Gonzales hin. Lass ich mal in Ruhe. Und das ist ein Heiler, glaube ich. Ein bisschen Glück. Sieht er uns nicht? Energie auf Waffen. Startbereit. Dam, 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 du die, du die. Du hast keine Chance gegen mich. Schalte Energiesystem. Los, dreh dich doch hin. Los. So. Okay, ja. Nice. Haben wir gut hinbekommen.
Müssen auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig spielen, wenn wir hier mit einem Stufe 2 Schiff unterwegs sind. Das wird sonst nichts. Ne? Wer gesehen? Guck mal, der da. Da blinke ich mich mal ran. Oh! Heilen, heilen! Nein! Ach Mann, ey. Wer war das jetzt hier? Das war jetzt, wie heißt der? Sarkasm-Detektor. Und der ist auch Stufe 4. Ja, das ist halt echt unfair. Warum spiele ich mit einem Stufe 2 Schiff gegen Stufe 4 Schiffe? Da wäre, also, mal ganz ehrlich, es gibt doch gar nicht so viele Stufen, ne? Wie viel gibt's? 5? Oder? 6? Ne, 5 Stufen gibt's. Warte mal, weiß, grün, blau, episch, genau, legendär. Genau, also 5 Stufen. Warum machen sie denn nicht für jede Stufe ein Modi? Das wäre doch viel, viel sinnvoller gewesen als Stufe 2 bis Stufe 4, was natürlich ein Riesenunterschied ist, vermute ich jetzt einfach mal, die alle zusammenzukloppen in ein Match. Das ist doch echt kacke. Das stört mich gerade ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Sprung wird aufgeführt. Weil gegen die hast du halt echt keine Schilde. Die schießen 2-3 Mal und du bist einfach nur weg. Könnte man natürlich sagen, okay, ja, da müssen halt unsere Stufe 4 Schiffe was gegen die tun. Ist auch an sich richtig, ne? Das stimmt schon. Auf der anderen Seite, wir haben ja, also wir haben ja auch noch Stufe 2 Schiffe. Was sollen wir denn machen? Oh! Er hat mir noch ordentlich gegeben, der Kollege. Schalte Energiesysteme ab. Selbstreparatur offline. So, oh Gott, das sind 3 auf einen Haufen. Ah, guck mal, der. Hallo, du Klein... Nein! Hat's weggeportet? Achso, da ist er. Okay, wir treffen nichts. Wir treffen nichts. Ich muss weg. Ihr habt den Captain gehört. So, schnell weg. Oh. Eine gute Salve und ich bin nämlich einfach nur Asche. Said Gonzalez. Ich komme. Ich habe zwar keine Chance, aber... Wobei, ich kann vielleicht einen Heiler hinten wegrotzen, ne? Ich versuch's mal. Hui. Okay, wir haben, glaube ich, gewonnen, oder? Ja, Sieg! Schnalalala. So, au, oh, ja, war recht knapp, aber wir haben es noch gedreht. Es sah ja am Anfang gar nicht gut aus. Insofern kann man eigentlich, glaube ich, ganz zufrieden sein. So, ja, EP, brauch es auch nicht jedes Mal angucken, ne? Wir sehen es dann eh, wenn es zusammengerechnet wurde. Jetzt haben wir hier 2500 EP und eine Quest haben wir fertig. Das ist aber schön. 500 Free XP. Ja, die Free XP, die ist wahrscheinlich dann da, um sich mal ein Schiff zu kaufen, was man quasi, also wo einem noch die Vorstufe von fehlt, schätze ich mal. Wir könnten ja nochmal vielleicht, ah, ich glaube, wir haben nicht genug EP, ne? 20.000. Ah, guck mal, der kostet nur 10,5. Ja, die forsche ich nicht. Also die benutze ich auch gar nicht hier. Finde ich total sinnlos. Störimpuls, ja. Ja, ist halt die Frage, ne? Es lohnt sich halt alles nicht so wirklich. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich besser werde, wenn der hier 500 Schaden mehr macht, ne? Wie habe ich schon letztes Mal gesagt. Dann spare ich mir lieber die Kohle und kaufe davon ein neues Schiff. Ich glaube, das rentiert sich nicht wirklich. Vielleicht hätten sie das nicht machen sollen. Also, ich weiß nicht, ich hab halt das Gefühl, wenn ich jetzt hier bei der Dover zum Beispiel irgendwas einbaue, ne? Das kostet ja diese allgemeine Geldwährung. Ich habe einfach das Gefühl, dass es Verschwendung ist. Weil ich kaufe ein neues Schiff und dann ist das Modul ja weg. Vielleicht hätten sie dann lieber sagen sollen, okay, das Einbauen kostet halt kein Geld, sondern es kostet halt einfach nur die EP von dem Schiff, weil die muss ich ja sowieso raushauen. Die kann ich ja nicht mitnehmen, ne? Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Egal, lassen wir es mal mit der Kritik. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir nochmal ein paar Runden mit der Dover und versuchen uns mal noch auf jeden Fall, warte, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich, Moment. Nee, falsches Schiff, Mist. Zurück zum Hangar, Dover. Und dann kaufen wir uns hier nächstes Mal, hoffentlich, die Machias. Ihr habt auf jeden Fall ein bisschen mehr Life, bisschen mehr Energie, bisschen mehr DPS, ist auf jeden Fall ein bisschen stärker.
Ja, guck mal. Also, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Detected 3 minor impacts across the